Jetzt geht es um die Wurst, meine Damen und Herren. Entweder wir sehen einen massiven Ausbruch nach oben mit dann, was die US-Indizes betrifft, sogar der Chance auf neue Allzeithochs, oder wir scheitern eben mit dann auch nicht unerheblichem Potenzial auf der Unterseite. Wir sind also jetzt an einer Wegscheide, könnte man sagen. Gestern ja eine erstaunliche Entwicklung, nachdem Donald Trump vorgestern ja diesen Tweet abgesetzt hat, die Märkte runtergerauscht sind, hat man das gestern wieder gut gemacht, sogar mehr gewonnen, als da an Porzellan am Vortag zerschlagen wurde. Der Dow Jones mit dem besten Tag seit Juli. Warum eigentlich, möchte man sich fragen, was passiert da in den Köpfen, was wird da eigentlich gespielt? Und wir sehen, Lisa Abramowitsch bringt es hier auf den Punkt, das Narrativ lautet, ja, entweder wir bekommen irgendwie noch ein bisschen was Stimulus vor der US-Wahl, aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm, dann kriegen wir halt noch viel mehr Stimulus nach der Wahl, ist doch schick. Die Frage ist nur, trifft das alles so ein? Wird das alles wirklich so kommen? Oder ist das ein bisschen sehr optimistisch? Das wird sich dann erst später rausstellen. Sven Henrik jedenfalls bringt den entscheidenden Punkt hier, indem er sagt, was auch immer passiert, wer auch immer jetzt gewinnen wird bei den Wahlen, die strukturellen Dinge, die strukturellen Probleme werden wahrscheinlich nicht adressiert werden, werden also weiter nicht gelöst werden. Das ist doch das ganze Problem. Und die einzige Lösung, die alle haben, ist, dass man billiges Geld druckt. Das ist sozusagen die einzige Antwort, die man auf diese strukturellen, grundsätzlichen Probleme hat. Insgesamt kann man ja sagen, wenn jetzt die Demokraten gewinnen sollten, was sich ja ein Stück weit abzeichnet, dann wird dieser Trend, der übergeordnet der Fall ist, dass der Staat immer mehr sozusagen zum Retter wird, dadurch sich in immer mehr Bereiche einmischt. Das ist nach meiner Auffassung ein völlig übergeordneter Trend, der kommt, weswegen auch die Demokraten nach meiner Auffassung gute Chancen haben, diese Wahl zu gewinnen, weil die Leute das jetzt wollen. Der Staat muss als Retter her. Der verteilt Helikoptergeld, der garantiert den Arbeitsplatz etc. etc. Und das ist sozusagen das, was dann letztendlich die Wirtschaft noch weiter nach unten reißt, weil je mehr Staat man hat, umso schlechter ist das. Im Prinzip Donald Trump und die Republikaner sind da wirtschaftsfreundlicher, gar keine Frage, aber es gibt eben da andere Probleme, die hier der Fall sind. Aber schauen wir uns zunächst mal an, was hier jetzt erwartet wird. Goldman Sachs hat jetzt mal geguckt und hat gesagt, naja, wenn wir uns mal anschauen, was der gute Joe Biden so alles gesagt hat in letzter Zeit, dann könnte das auf einen Stimulus bis 2023 von etwa 7 Billionen Dollar hinauslaufen. Herzlichen Glückwunsch. Dann machen wir halt noch ein paar mehr Nullen hinten dran bei den Schulden. Wir sind jetzt bei über 27 Billionen Schulden, was den Staatshaushalt betrifft, und bei über 64 Billionen Dollar Schulden, was die Staatsverschuldung betrifft, Unternehmensverschuldung und Verschuldung der Haushalte. Wenn wir da nur ein paar Billionchen draufpacken, wen interessiert es? Das System ist im Arsch, auf Deutsch gesagt, auf Bayerisch gesagt, meine Damen und Herren. Also drucken wir doch lieber, weil die Leute wollen die Schecks haben, die Leute wollen konsumieren. Wir müssen die Illusion aufrechterhalten, dass wir uns das alles leisten können, aber wir leisten uns das durch das Gelddrucken. Und irgendwer muss dann mal die Rechnung bezahlen, aber das verschieben wir halt in die Zukunft. Jetzt schauen wir uns mal an, wie die Märkte gestern reagiert haben. Bums, Trumps Tweet, no deal, wir stoppen Verhandlungen, bums, ging es runter. Dann dieser Tweet von Donald Trump, ja, ein bisschen Airline-Hilfen für die Flugzeugbetreiber, respektive die Fluglinien, und ansonsten könnten wir doch mal wieder reden und ich könnte 1200 Dollar-Schecks unterschreiben, und bums, ging es nach oben. Ganz gleiche Methodik wie damals beim Handelskrieg. Erstmal harsche Drohung, dann sozusagen wieder Hoffnung schüren, dann in der Mitte wahrscheinlich irgendwo mit einem windelweichen Kompromiss landen und den als den ganz, ganz großen Sieg feiern. Das ist das, was wir beim Handelskrieg gesehen haben. Vielleicht antizipieren die Märkte das. Das ist so das Gedächtnis der Märkte. Ja, damals ging es auch nach oben. Da fragt man nach den Gründen nicht. Und wir sehen, es ist natürlich auch ein Short Squeeze hier. Die Most Shorted Stocks sind hier besonders stark gestiegen. Und wir haben jetzt eben, um nochmal auf das Titelthema zurückzukommen, Ausbruch nach oben. Hier sehen wir beim S&P 500 in den Charts von Capital.com, meine Damen und Herren. Ich weiß, einige haben das vermisst. Ja, wo sind denn die Charts, haben die gesagt. Warum kommen die Charts nicht? Aber hier sind sie, meine Damen und Herren. Wenn sie Sinn machen, sind sie da. Und hier sehen wir, dass wir hier eine potenziell inverse Schulterkopf-Schulterformation haben. Mithin könnte sich, wenn sich das Ganze nach oben auflöst,
die Strecke nochmal absolviert werden, die wir hier zwischen den beiden Schultern haben, diese beiden oberen Pfeile und dem Pfeil unten. Das sind um und bei 200 Pünktchen beim S&P 500. Wenn wir jetzt so bei 3430 sind, dann wären das 3630 und damit wären wir dann praktisch auf einem neuen Allzeithoch. Also das wäre die Möglichkeit, oder wir scheitern eben daran und dann wäre es weniger hübsch. Wir sehen ein ähnliches Bild bei dem Chart von dem DAX hier auf Tagesbasis. Hier sehen wir, da sind wir jetzt eigentlich auf diesen Unterstützungsniveaus, die wir vor der Corona-Krise gesehen hatten, bevor es dann da durchrauschte und zwar mit Schwackes. Jetzt haben wir das alles wieder aufgeholt. Diese Zone um 13.000, an der DAX aktuell handelt, die ist wirklich bedeutsam. 13.000 bis 13.200. Auch hier ist eine Wegscheide zu erkennen. Wir werden gleich noch über die EZB sprechen, die da vielleicht eine Rolle spielt. Jetzt haben wir da was Donald, der heute eine Ansprache gehalten hat und hat gesagt, ja, also unmittelbar nach der Wahl, da gibt es dann den Impfstoff, gell, er weiß das ganz genau. Das hat er praktisch mal angeordnet, kann er aber nicht anordnen. Jedenfalls wird es den nicht direkt nach der Wahl geben. Er lobte hier Regeneron, dieses Mittel, das er da bekommen hat, der Aktienkurs von Regeneron auf die Aussage hin gleich massiv nach oben. Dann Aussagen zu China, ja, das ist der Fehler. Das ist die Schuld von China, das werden die uns bezahlen, also wieder sozusagen der Appell an seine Stammwähler, guckst du, die bösen Chinesen waren das, das ist sozusagen das, die Klammer zwischen Stimulus und Handelskrieg, wenn man so will, und wir haben die Meldung, dass der White House Security Officer Creed Bailey, der praktisch die Sicherheit im Weißen Haus garantieren soll, schwer erkrankt, an Corona erkrankt im Krankenhaus, ist seit Ende September. Und damit glaube ich, die Nummer 35 ist jetzt aus dem Weißen Haus, der schwer erkrankt ist. Wir haben jetzt, oder zumindest erkrankt ist, oder zumindest infiziert ist, ja. Ich weiß, da gibt es immer dann wieder Kritik, infiziert ist nicht erkrankt und so weiter, ist ja alles richtig. Aber kommen wir zu der Debatte der Vizepräsidentschaftskandidaten Pence und Harris, die sich heute ein Duell geleistet haben, das auf jeden Fall viel geordneter verlaufen ist. Die beiden haben die Dinge auf den Punkt gebracht. Plexiglas war dazwischen. Es war so, dass hier man sich einigermaßen diszipliniert verhalten hat von beiden Seiten. Wir wollen jetzt nicht darüber spekulieren, wer das gewonnen hat. Da gibt es Umfragen von CNN, die ich Ihnen jetzt erspare. Wichtig ist aber, dass wir jetzt nach wie vor praktisch die Situation haben, dass die Märkte eben einen demokratischen Sweep erwarten, also praktisch, dass die Demokraten den Senat jetzt hinzugewinnen und den Präsident stellen. Hier gibt es eine Umfrage von Fox, die jetzt nicht unbedingt als Trump-Feinde bekannt sind, dass man derzeit 53% sieht bei Biden-Harris, 43% bei Trump-Pence. Damit sozusagen eine Verbesserung für das demokratische Lager seit September. Und der entscheidende Punkt ist, glaube ich, der, was ist den Leuten wirklich wichtig? Was ist das wichtigste Thema? Und da sagen eben diejenigen, die mit Biden sympathisieren, ja, es ist das Coronavirus, das sagen 68%, nur 42% sagen, das ist die Wirtschaft, während 29% der Trump-Anhänger sagen, ja, das Coronavirus ist das Entscheidende, aber 54% der die Wirtschaft sei das Entscheidende, also könnte man sagen, it's the pandemic oder it's the economy, das ist sozusagen die Wette jetzt bei dieser Wahl, die Kernfrage bei dieser Wahl. Und wir sehen, dass wir starke Bewegungen am Anleihemarkt hatten, wir hatten den Move, diese Volatilitätsbemessung beim Anleihemarkt in den USA mit einem massiven Sprung. Wir haben jetzt die höchsten Renditen für die 10-jährige US-Staatsanleihe, auch für die 30-jährige US-Staatsanleihe seit Juni. Die Märkte rechnen also auch hier mit einem Sieg der Demokraten, weswegen man glaubt, dass die Inflation dann nach oben geht, weswegen man dann höhere Renditen erfordern muss, wenn man die Schulden der USA kauft. Und die fallen ja nicht gerade, wie ich vorhin gezeigt habe. Und wir haben jetzt das Thema eben Coronavirus. Und das ist ja das sozusagen, entweder es ist die Pandemie oder es ist die Wirtschaft. Jetzt scheint aber eben der Trend in Sachen Pandemie wieder nach oben zu gehen. Wir haben hier in den USA erstmals wieder seit langer Zeit über 50.000 Fälle und das bei Rückläufigen. Läufiger Testquote, sehen Sie hier diesen hellblauen Chart, das geht eigentlich zurück, wir sehen einen leichten Anstieg der Hospitalisierungen in den USA, also wenn das so weitergeht, dann wird die Pandemie eben jetzt auch durch die Schlagzeilen aus dem Weißen Haus doch ein entscheidendes Thema bleiben, was den Demokraten zugute kommen würde und wir sehen, dass in Deutschland jetzt ein neuer Rekord erreicht ist mit über 4000 Corona-Fällen, das ist der höchste Wert seit 10. April und hier sehen wir mal die Hotspots, Berlin vor allem, Hamm, Remscheid,
diese Städte, die man in Österreich und der Schweiz wahrscheinlich noch nie gehört hat, aber sie existieren, ja, anders als Bielefeld, meine Damen und Herren, in der Schweiz und Österreich, das gibt es nämlich gar nicht, obwohl die in der Bundesliga spielen, aber das ist praktisch, ne, eine Enttäuschung. Und jetzt haben wir hier noch in Sachen Europa die Situation, dass man hier eben Stimulus erwartet. Die EZB ist besorgt über die jüngsten Zahlen. Wir hatten gestern zum Beispiel die Industrieproduktion aus Deutschland erstmals rückläufig seit April, also das Coronavirus, die Pandemie sorgt wieder für so eine Art leichte Depression. Jetzt wird die EZB nervös und die Anleihemärkte denken sich, wenn die EZB nervös wird, dann wird sie mehr Stimulus machen, weswegen die Renditen für griechische Staatsanleihen auf 0,933% fallen, damit nur knapp über denen der USA liegen. Das muss man sich mal vorstellen und wir kennen ja die extrem gute Bonität der Griechen, nicht wahr? Dementsprechend ist das natürlich alles gerechtfertigt. Also wir sehen, es ist ein neues Allzeittiefe, was die Renditen betrifft für die griechischen Staatsanleihen. Und wir sehen, dass wir ein neues Allzeithoch haben bei den sogenannten Target-2-Salden. 1,15 Billionen hat die Bundesbank an Forderungen an die Zentralbanken der anderen EU-Mitglieder, respektive der Eurozonen-Mitglieder. Dort ist alles schick, wenn es gut geht, aber wenn es nicht gut geht, dann wäre es leicht katastrophal, möchte ich sagen. Aber das ist natürlich jetzt mal eine Zukunftserwartung. Es wird schon alles gut gehen oder wie die Kölner sagen, es hätte noch immer gut gegangen. Es geht eben immer gut und es wird diesmal auch gut gehen. Mit den Märkten wird auch alles gut gehen, mit der Wahl wird alles gut gehen. Es wird alles gut gehen, meine Damen und Herren. Ich wollte noch darauf hinweisen, heute Abend ein Marktgeflüster, morgen allerdings keine Videos, weil ich nicht da bin, also morgen, am morgigen Tag kein Videoausblick und kein Marktgeflüster. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Am Montag geht es dann weiter. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderbaren Tag und sage Servus und ciao.